Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu meinem Unity-Tutorial. Und es ist nun schon etwas länger her, dass ich das letzte gemacht habe, denn ich hatte Klausurphase und, naja, Prüfung halt. Und da hatte ich leider keine Zeit, weitere Videos aufzunehmen, deswegen kam das Übergangsprogramm mit Kugel Kado und das war an sich ja auch recht gut angenommen worden von euch. Und ich empfehle euch auch sehr, diese Videos zu gucken, denn es ist sehr, sehr viel zum Thema, vor allen Dingen App-Programmierung und sowas mit enthalten. Und es kommt dann auch noch sowas wie Werbung schalten und so. Kugel Kado ist noch nicht vorbei, da kommen noch ein paar Videos. Und ich hoffe, sie gefallen euch trotzdem, auch wenn es halt nicht direkt das Unity-Tutorial ist. Und es alles halt, wie ich eigentlich ursprünglich es nicht tun wollte, nur an einer App gezeigt wird. Ich werde das, was ich in Kugel Kado gezeigt habe, auch nochmals ordentlich in größeren Dimensionen halt auch nochmal als einzelne Unity-Tutorials zeigen, damit man halt auch direkt drauf zugreifen kann und vielleicht das Ganze noch etwas besser versteht, als es dort erklärt wurde. So, das musste jetzt erstmal gesagt werden. Heute kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Teil, den ich bisher noch relativ ausgelassen habe, einfach deswegen, weil es ein komplexerer Teil der Programmierung ist. Ja, ihr habt es aber unterbewusst schon etwas angewandt in den anderen Tutorials, die ich bisher gezeigt habe. Zum Beispiel im RigidBody-Tutorial. Wir kommen nämlich heute zu Vererbung. Kinder und Eltern und was das Ganze überhaupt zu bedeuten hat. Erstmal, was ist ein Elternteil? Ein Elternteil ist ein ganz normales Objekt. Und ihr wisst ja, was Objekte sind. Game Objects haben wir schon behandelt. Das sind halt alle möglichen Objekte, die ihr in die Szene ziehen könnt und dann sind sie halt da. Und ein Elternobjekt ist quasi ein Objekt, welches Zugriff auf Kinder hat. Diese Kinder sind auch ganz normale Game Objects, die, wie ihr hier sehen könnt, wenn ich jetzt das hier mache, einfach in dem Objekt gelinkt sind. So dass, wenn ich dieses Objekt angreife, ich alles mitbewege zum Beispiel auch. Oder wenn ich jetzt halt größer mache, sich das auch mit vergrößert. Setz mal das wieder zurück. Und das ist quasi ein Elternobjekt. Oder wie es auf Englisch heißt, Parent. So. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Jetzt ist jetzt das große Problem. Wie greife ich im Code von dem Elternobjekt auf das Kind zu? Oder andersrum, wie greife ich von dem Kind auf das Elternobjekt zu? Ihr habt sowas Ähnliches schon längst getan, nämlich beim RigidBody. Denn auch wenn man es nicht ganz glaubt, das hier sind auch Game Objects. Das sind zwar Komponenten, die ihr quasi halt den Game Objects hinzufügt, aber an sich sind es Klassen, also zusammengefasste Objekte, die halt doch sehr, sehr komplex sind, ihre eigenen Methoden, ihre eigenen Attribute haben. Und ihr greift von einem Kindobjekt, also von einem Elternobjekt, was auch ein Kind sein kann oder was auch immer, direkt auf diese Objekte zu. Das haben wir schon getan, einfach mit dem GetComponent. Für alle, die es noch nicht kennen, es ist ein ziemlich einfacher Prozess. Ich habe hier dem Kind-Objekt jetzt einfach mal einen sogenannten Child-Controller, das habe ich mir gerade so schön ausgedacht, hinzugefügt. Bisher noch nicht, das sollte man noch machen. Hier und da. Und auch dem Elternobjekt auch einen Parent-Controller. Und da das jetzt gemacht ist, können wir jetzt ganz einfach sagen, dass wir einen RigidBody haben wollen. Den nennen wir RB, ist gleich getComponent RigidBody. Und so greift ihr einfach von eurem Objekt, was ihr hier habt, auf den RigidBody zu. Das ist schön und gut, aber wie greife ich jetzt von dem Elternobjekt auf das Kindobjekt zu? Denn das geht ja nicht so einfach, denn das ist ja keine Komponente.
Da gibt es einen anderen Weg. Und das möchte ich euch dahingehend erstmal zeigen, dass ich hier einfach einen int mache. Und na, den setzen wir noch public. Habe jetzt keine Lust, Getter und Setter zu schreiben. Und den nennen wir einfach child int. Ist gleich 10. So. Um das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser zu verdeutlichen, wenn wir hier kurz warten, dann kommt das hier, setzen wir das hier auf 5 und lassen den hier auf 10. Damit wir sehen, dass das unterschiedliche Objekte sind. Und wenn wir jetzt in den Parent Controller sowas schreiben wie int test, also einen neuen int erstellen in der Startfunktion, dann können wir sowas eingeben wie get component. Das ist ganz, ganz wichtig. Den Fehler habe ich nämlich vorhin auch gemacht, als ich das nochmal kurz nachgeguckt habe. Nicht Components, sondern Component. Denn Components ist ein Array, was ihr dann bekommt. Damit könnt ihr erstmal nicht sehr viel anfangen. Wenn ihr mehrere von diesen Komponenten habt, schön und gut. Aber in den meisten Fällen habt ihr nur eine dieser Komponenten und deswegen macht Component in Parent. Dann kommen hier diese interessanten Klammern wieder. Und da schreiben wir jetzt diesen Parent Controller rein. Ich bin doof. Ich wollte gar nicht auf den Parent zugreifen. Tut mir leid. Ich wollte auf den Child, das Child zugreifen. Dafür müssen wir noch was ganz anderes machen, nämlich this. Das ist quasi dieses Objekt. Also das Objekt, was diese Komponente namens Parent Controller hat, darauf greifen wir hier zu. Und jetzt sagen wir Transform. Ich weiß nicht genau, wieso es über diesen Umweg geht, dass man über die Transformation gehen muss. Aber Unity wird sich dabei schon was gedacht haben. Und dann get child. Und diese Funktion ruft uns quasi, gibt uns quasi das Game Object, was als Kind existent ist, aus. Was ihr aber bedenken müsst, das ist ein Array von Kindernobjekten. Und ich habe euch schon beigebracht, dass Arrays von 0 bis Punkt und Punkt zählen. Halt, so weit wie sie gehen. Deswegen geben wir hier jetzt erstmal das erste Kindobjekt ein, was quasi die 0 im Array hat. Und dann sagen wir einfach get component. Ganz normal wie beim Rigid Body. Und dann haben wir jetzt hier wieder Child Controller. Da kommen noch die Klammern dahinter, denn es ist ja eine Aufruffunktion. Und dann wollen wir das Int haben. Was ja keine Funktion ist, deswegen brauchen wir da keine Klammern. Und jetzt kriegen wir quasi mit dieser Funktion von dem ersten Child, was dann halt dieser hier ist, den Int raus. Das heißt, wir greifen von hier auf dieses Objekt zu und dann kriegen wir diesen Controller, also diese Komponente. In der Programmierung kann das sehr, sehr wichtig werden. Und es gibt verschiedene Spiele oder Spielsysteme, wo das einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Charakter habt, und dieser Charakter hat als Unterelement eine bestimmte Waffe. Und die Waffe wiederum hat in einem Controller für diese Waffe oder irgendein Skript gespeichert, wie stark sie eigentlich ist. Das Problem ist, dass in den meisten Fällen der Spieler selbst berechnet, wie viel Angriffsschaden er dem Gegner hinzufügt. Deswegen muss der Spieler dann auf das Child-Objekt, nämlich die Waffe, zugreifen. Und kann dort dann auslesen, wie stark die Waffe eigentlich ist. Man kann das natürlich auch irgendwie anders regeln, aber häufig ist es so, dass wenn man Waffenwechsel hat, man die Stärke der Waffe in der Waffe abspeichert. So, und um das euch noch zu zeigen, debug.log und jetzt geben wir einfach Test aus. Save. Wir gehen wieder rein und machen den hier. So, jetzt gehen wir hier rein. Sehen in der Konsole 5. Passt. Jetzt wollen wir das Ganze auch noch für den
Parent halt machen, das, was ich ursprünglich versehentlich eingegeben hatte. Machen ein public int pint und dem geben wir einfach den Wert 9. Und wenn wir jetzt als Child darauf zugreifen möchten, dann geben wir jetzt einfach ein int test 1 ist gleich get component, nicht components, component. Das müsst ihr euch merken. Und jetzt p-controller, ups, da war weg, Punkt, p-int, genau, debug.log, ups, das war eine Klammer zu viel, test 1, heute mal wieder zu doof zum Schreiben, speichern, und wir starten das Ganze. So. Und ja, jetzt habt ihr gemerkt, das wird zweimal ausgegeben. Welchen Grund hat das? Ganz einfach, wir haben zwei Kinder und beide Kinder greifen auf den Parent zu. Beide geben dann das Debug-Log aus. Dementsprechend haben wir es einfach zweimal dastehen. Und das war es eigentlich schon, was ich euch heute damit beibringen wollte. Und vielleicht bringt es euch was, vielleicht habt ihr dann jetzt eine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinen Tutorials. Lasst ruhig ein Like da oder abonniert mich. Dann kriegt ihr halt auch gerne neue Tutorials, die immer weiter natürlich auch kommen werden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!